jetzt wird aufgedreht. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! World Red Edition Stay Away for the Destiny Duel. Das hier wird der absolut letzte Part sein. Ich habe mir nämlich überlegt, die Trophäen alle zu kriegen, das würde noch eine halbe Ewigkeit dauern, weil man da wirklich erstmal hier... Wir haben gerade mal 18.560 Duell-Points. Das heißt, ich müsste ganz viele Duelle machen und dazu noch die... Wie heißen die noch? Diese Zielwochen... schaffen und bestehen, um extra Punkte zu kriegen. Und das wird sich so in die Ewigkeit ziehen, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Selbstverständlich werde ich euch jetzt nochmal aufzeigen, was es für Trophäen zu holen gibt. Also was man tun muss dafür. Also Leute, kleiner Augenblick, ich hole die Textdatei. So, da hätten wir sie auch schon. Und zwar sind das die Trophäen, die man schnappen kann. Die erste, also das erste Symbol, jeden Duellanten 10-mal besiegen inklusive Ghouls, haben wir geschafft. Zweites Symbol, jeder der 27 Booster mindestens einmal öffnen. Drittens, 50.000 Duellpunkte haben. Viertens, in jedem Bezirk, die am Samstag stattfinden, Duellturniere gewinnen. Fünftens, gewinnt das Turnier, über das Roland sagt, dass ihr den Austragungsort selbst finden müsst, dieses Intuitionsdingsbumsens. Da finden wir nicht, Pech gehabt, keine Ahnung. Sechstens, gewinnt den Calver Corporation Cup. Siebtens, gewinnt das Duell, wenn ein anderer dazwischen kommt. Und da habe ich nochmal aufgelistet, welche Duellanten wo zwischenspringen. Wenn ihr auf Mai klickt, springt Joey dazwischen. Wenn ihr auf Calver klickt, springt Mokuba dazwischen. Thea, Mai, Yami, Bakura und Marik. Marik und Odion. Marik und Yami, Marik. Yami, Yugi und Yugi. Yami, Bakura und Bakura. Wenn ihr das alles geschafft habt, dann kriegt ihr dafür das Zeichen. Und wenn ihr das unbedingt notiert haben wollt, schreibt es euch doch ab. Achtens, besitzt jede Karte einmal. Neuntens, beendet sämtliche Karten-Limited-Turniere. Das haben wir geschafft beim letzten Mal. Und zehntens, Phantompyramide beim ersten Mal schaffen. Das heißt, ihr dürft keine zwei Versuche dafür brauchen. So, wir sehen uns gleich im Game wieder. So, und da wären wir auch schon wieder... Tja... Leute, das war ein sehr langes Projekt. Wir haben viele Duelle bestritten. Für viele von euch wird das wahrscheinlich langweilig gewesen sein, immer wieder dasselbe Deck zu sehen und so. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dieses Spiel mal wieder zu sehen. Viele von euch kannten das ja. Und ja, 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 was soll ich sagen, Leute? Es ist ein geniales Spiel. Ich mag es echt gern, auch wenn es wirklich sehr... nach kurzer Zeit oder nach einiger Weile geht es ja in dieses Klischee rein. Hat man schon gesehen, will man die nochmal machen. Also insgesamt ist das Spiel richtig geil. Es hat keine wirkliche Story. Trotzdem passiert einiges in Battle City. Oh, fuck. Ja, toll. Trotzdem passiert hier einiges. Und zwar die Phantompyramide und. Es ist wirklich viel, was hier los ist. Wenn man... Ey, willst du mich jetzt verarschen? Alter! Boah, oh mein Gott, guckt euch das an! Ja. Es passiert wirklich sehr viel hier im Game. Die Duelle sind klasse, die CPUs sind erst lame und werden dann besser mit der Zeit. Es wird schwieriger, das Spiel. Es ist aber insgesamt ist das Spiel echt eine runde Sache, muss ich ehrlich sagen. Also, für jeden, der dieses Spiel kennt, die werden wissen, was ich meine. Jetzt habe ich ein Problem. So, mystische Tomate lieber verdeckt. So. Es ist ein geiles Spiel einfach. Das Manko hier drin ist allerdings zum einen, dass diese Trophäen nicht aufgelistet werden extra, dass man nicht sehen kann, was man tun muss. Denn wenn man kein Internet hat oder sonst irgendwas, dann fragt man sich ernsthaft, wie soll ich denn diese komischen Dinger verkriegen? Oder man weiß nicht mal, dass da irgendwie sowas ist. Das ist ein Manko. Und das andere Manko ist halt, dass man wirklich nur ein Deck haben kann. Ich hätte es besser gefunden in diesem Spiel, wenn man mehrere Decks vorbereiten kann und die dann immer wechseln, so wie man gerade Lust hat. Denn
Wie gesagt, einige von euch haben ja sicher gelangweilt dabei, sich das anzugucken. Ach, scheiße, das war Verschwendung. Sich das anzugucken mit demselben Deck immer und immer wieder. Und wenn man mehrere Decks vorher fertig machen kann, dann ist der Anreiz auch wesentlich höher. Ganz ehrlich. Da, hat man mehr zu gucken einfach und mehr auszuprobieren. Man kann mehr vorstellen. Ansonsten, jemand wie ich, der sehr wenig Zeit hat, immer wieder, vor den Parts ein Deck zusammenstellen und. Das nervt einfach nur mit der Zeit. Und ja, die Zeit habe ich leider nicht dafür. Und ja, das ist ein Manko, dass man sich nicht mehrere Decks vorbereiten kann und so. Tja, ich hatte mir noch irgendwas überlegt, was ich sagen wollte. Ja, mit diesen komischen Turnieren. Man weiß auch nicht, wie viele Turniere man schon geschafft hat. Dass man da nicht eine klare Auflistung so hat. Hier, ey, du hast die und die Turniere schon geschafft am Wochenende und sowas. Also auch für die Trophäen, dass man das hinkriegen kann. Und ja, ein bisschen ätzend schon so irgendwie, ne? Naja, aber insgesamt ist das Spiel echt eine runde Sache. Da kann man echt nichts sagen. Wer sich deswegen beschwert, der hat keine Ahnung vom Kacken. Ja, keine Ahnung vom Kacken, würde ich mal so sagen. So, du gehörst mir, Tempel der Totenköpfe. Und ich glaube, ich habe dieses Duell gewonnen. Wenn es auch scheiße für mich angefangen hat, ich bin aus dem Ruin wieder auferstanden. Ja. Ich liebe dieses Spiel absolut. Ich habe es früher wirklich absolut gesuchtet. Und ja. Es macht mich schon ein bisschen traurig, das Duell hier zu beenden. Genau, richtig. Dieses Projekt zu beenden. Oh mein Gott. Jetzt zu beenden, denn es hängt wirklich Herz und Blut in diesem Spiel drinne für mich so, ne? Kann man fast gar nicht nachvollziehen. Zumindest einige werden es nicht nachvollziehen können. Ja, besonders die, die verwöhnt sind und nur die heutigen Karten alle kennenlernen, die haben keine Ahnung, was wirklich Kunst ist. Ho, 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 nein, Scherz. Jedem das Seine so. Es ist einfach toll. Mensch, ich könnte da stundenlang jetzt drüber in Nostalgie schwelgen. Ach ja. Gegen wen haben wir denn schon lange nicht mehr gespielt? Was hatten wir hier für ein Turnier? Kriegereinschränkung. Ja, wir haben ja alle Turniere geschafft, so, ne? Geil. Wir machen mal gegen Tuesday. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich bin aber auch ein bisschen froh, dass ich das Projekt jetzt so beende. Und auch mit einem guten Gefühl dabei. So, das klingt total homo, irgendwie. Total Banane. Ich hatte ja schon vor einigen Parts überlegt, das Projekt zu beenden, weil das zu langwierig irgendwie für mich war. Ich habe mich selbst gelangweilt dabei und das fand ich doof, so. Weil es ist immer dasselbe mit Musik und im Hintergrund und sowas und immer dasselbe Himbalan, so, das ist eine Sache, aber ja, dauerhaft kann man das auch nicht machen. Ihr versteht sicher, was ich meine. Und ja, und diese ganzen Trophäen jetzt auch zusammen, Leute, ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich das nicht mache. Ich glaube, ihr könnt das auch verstehen, oder? Ich denke mal schon, dass das nachvollziehbar ist. Ja. Oh Mann, dieses Game. Ach ja. Es werden weitere Yu-Gi-Oh!-Projekte folgen. Ich weiß ja nicht, wann dieser Part hier hochgeladen wird. Ich habe die ganzen vorherigen Parts habe ich voraufgenommen, um mal wieder ein bisschen was auf Lager zu haben, weil ich ja echt nichts mehr hatte an Yu-Gi-Oh! Und so. Also was kommt ja schon mal vor, ne? Ja, angreifen kann ich nicht. Immer einen schnellen Schluck trinken, ich sabbel mich schon wieder tot. So. Jetzt haben wir ein Monster. Was sind das? Noch wieso dunkel. Wie viel Angriffspunkte hat das Vieh? Nein. Ach so, 10 hinten. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Angriffspunkt? Also Angriffspunkteschema so. Total Banane, würde ich mal so sagen. So. Ich würde jetzt gerne ihn so töten. Das wäre der Plan der Pläne. Aber wir beenden unseren Zug. Ja. Och man. Aber es ist echt ein tolles Game. So muss man ja ehrlich zugeben. Habe ich jetzt schon 1000 Mal gesagt. Ich weiß. Was soll ich sagen, Leute? Es ist einfach toll. Und da kann man eigentlich nichts gegen sagen. So. Ich glaube, das war sogar das erste Game Boy Advance Spiel, was rausgekommen ist, ne? Ich glaube schon, vorher kam, Reshef kam gar nicht, hier. Das dunkle Duell, keine Ahnung, ob wir diese anderen
fucking Spiele, also die, bei denen habe ich mich eher aufgeregt, weil das nichts wirklich mit dem Game zu tun hatte. Klar, man hat ein Deck und spielt, aber dann mit Deckkapazität und den ganzen anderen Rotz, was die sich da alles überlegt haben. Boah, ist der dämlich. Was die sich da für einen Quatsch überlegt haben. Also habe ich mich echt stundenlang drüber aufregen können, so. Naja, mit diesem Spiel kam das erstmal richtig. Worldwide Edition, Stay Away for the Destiny Duel. Hier, das war doch hier, World Championship kam dann nachher, ja, die Spiele. Nachher war das ein bisschen doof hingehalten, so. Von dem Spielklima her und keine Ahnung und alles und so halt. Nee, hab ich nicht. Ja. Ich hab grad den Faden verloren. Oh mein Gott. Ja, bestes Spiel einfach so. Von Yu-Gi-Oh! Von den alten Spielen, so. Das meine ich. Was ich auch gerne mag, ist Yu-Gi-Oh! GX für Nintendo DS. Das ist cool. Ist das für Nintendo DS? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Wird sicherlich auch nochmal kommen. Ich habe erstmal was anderes geplant. So halt und so. Schon wieder Jinzo Exodia. Jinzo ist auch dabei, aber... So, jetzt machen wir noch ein Duell gegen Joey, weil das war mein ewiger Rivale hier im Spiel. Ein letztes Mal werden wir gegen ihn spielen. Und ja, schauen wir einfach mal, was daraus wird. So. Troikat. Ja, Leute, ich hoffe wirklich, dass euch das Projekt gefallen hat. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Bock drauf habt, in die Kommentare schreiben. Was hat euch gut gefallen an diesem Projekt? Was fandet ihr richtig scheiße? Und, welches war denn euer Lieblingsgame von Yu-Gi-Oh! Von damals? Nicht jetzt hier mit 5Ds oder sonst irgendwas, sondern von den ganz alten Spielen. Was habt ihr am liebsten gespielt? Aha. Oh oh. I activate my trap cards. Bam. Meins war halt hier Worldwide Edition. Ohne Scheiß. Allerbest Game. So. So what? So Red Sock. Oh mein Gott. Heavy Storm! Bam! Dein Gesicht. Hier, Kiko kommt noch mit dazu. Und dann noch ein freudiges Begräbnis. Jetzt klatschen wir alles raus, was wir kriegen können. Wiedergeburt sparen wir uns auf, weil ich glaube, der hat bestimmt noch ein schwarzes Loch oder so. Ja, oh mein Gott, wie schade ist denn das? Schaden und Effekt aktiviert sich. Aber es wurde auch echt Zeit, dass dieses Projekt langsam beendet wird. Wir sind jetzt schon bei... Wie viel Part ist das? Ich weiß gar nicht. 67. Irgendwie so? In dem Dreh? Kann sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich vorangeschritten. Und ja, irgendwann muss man auch ein Ende finden. Wir haben gewonnen! Yay! Geil! Das ging ja einfacher als gedacht. Danke, Joey. So, Abmoderation. Was sage ich euch? Ja. Denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr das Spiel nochmal spielen solltet, wenn ihr euch das kaufen solltet. Bei eBay gibt es die ganz günstig, auch schon für 1 €. Wenn ihr euch das kaufen solltet, denkt dran, dass ihr die Pyramide beim ersten Mal schaffen müsst. So. Und in diesem Sinne... Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und euer Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten, oder ich hoffe, ich konnte euch unterhalten während des ganzen Projekts, so auch ein bisschen Abwechslung schaffen. Ja, Nico, ich weiß, mit einem Deck alleine kann man keine Abwechslung schaffen. ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Projekt einfach gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet auch im nächsten Projekt ein, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Was für ein Titel auch immer. Wir werden sehen. Haust da rein, schaust da rein. Bis zum nächsten Projekt und tschüss. Euer Dengoku Senpai. Oh yeah.